Da könnte es einen die Mitte des Jahres vielleicht doch noch kalt erwischen. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Und da ist er wieder, der berühmte Alltag. Die Feiertage sind nämlich vorbei. Den Jahreswechsel haben wir jetzt auch hinter uns. Und das neue Jahr startet voller Tatendrang in die erste richtige Arbeitswoche. Und was gibt es direkt in der ersten Woche des Jahres? Richtig, unter anderem natürlich die aktuellsten News auf meinem Kanal hier. Aber auch die CES im sonnigen Las Vegas. Und ganz ehrlich, bei dem Mistwetter hier in Deutschland hätte ich durchaus Lust, mich jetzt gleich in den Flieger zu setzen und einfach direkt hinzufliegen. Aber nee, die Kosten, meinen Chef irgendwie zu erklären, das wäre, glaube ich, ziemlich sinnlos. Nein, 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 das ist viel zu teuer, das geht nicht, Monty. Also bleibe ich lieber im Regen. Aber trotz allem darf man dieses Jahr ja durchaus mit so einigen Überraschungen auf der CES rechnen. Es kann aber genauso gut sein, dass deutlich weniger passiert, als wir alle erwarten. Rein theoretisch kann aber jeder der großen Hersteller seine für 2020 erwarteten Produkte dort natürlich präsentieren. Intel hat diverse CPUs der 10. Generation im Gepäck, so uninteressant diese am Ende auch sein können. Ja, AMD ebenso, ob die neuen Threadripper Modelle wie den 3990X mit 64 Kernen, Ryzen 4000 APUs oder gar schon erste offizielle Dinge zum Ryzen 4000 auf Zen 3 Basis. Und natürlich könnte AMD auch einige der zu neuen Grafikkartengenerationen auf ADNL 2 Basis bringen. Wobei ich davon ausgehe, dass davon fast überhaupt nichts zu hören sein wird. Leider findet die AMD Keynote für das Video ein bisschen zu spät statt. Falls es dort aber irgendetwas Weltbewegendes gibt, werdet ihr das dann direkt morgen auf diesem Kanal hier erfahren. Und Nvidia ist natürlich auch noch da. Okay, Asus hat bereits einen Monitor präsentiert, der in Zusammenarbeit mit Nvidia entstanden ist und stolze 360 Hertz ausgeben kann. Ja, zum einen denke ich, ja, 144 und auch ein bisschen mehr Hertz sind sicherlich sinnvoll, aber irgendwann wird es dann doch lächerlich, oder nicht? Da ist es für mich mehr so ein Prestigeobjekt als wirklich sinnvoll. Aber was uns am meisten interessiert, sind wohl eher die neuen Grafikkarten namens RTX 3000. Denn ob AMD es will oder nicht, diese werden 2020 erscheinen. Früher oder später, wobei wohl eher später. Denn jetzt seien wir mal ehrlich, so gut AMD aktuell auch allgemein dasteht, in Sachen Grafikkarten gibt es auch bei AMD bisher nur im unteren Preissegment irgendwas Brauchbares. Und hier sind die Karten an sich auch gar nicht groß schneller als die Vorgänger, sondern einfach nur effizienter. Nvidia bekommt es hier wohl kaum mit der Angst zu tun, wobei ich schon zugeben muss, dass ich im unteren Preissegment ganz klar zu AMD tendiere, da ich mit den GTX 1660er Karten einfach überhaupt nicht warm werden will. Jedenfalls hat Nvidia alles, tolle Grafikkarten, viel Geld, einen interessanten CEO, der übrigens nebenbei offensichtlich als Lederjackenmodel arbeitet. Aber eins hat Nvidia nicht, nämlich Druck. Und damit aktuell ernstzunehmende Konkurrenz im oberen Preisbereich. Wozu also sollte Nvidia sich beeilen? Richtig, es gibt gar keinen Grund. Folglich werden die RTX 3000er Grafikkarten wohl auch eher später als früher erscheinen. Ja, und das mal als kurzen Überblick, was uns diese Woche noch alles so erwarten könnte. Könnte ist hier nämlich das Schlagwort, denn ich befürchte, dass Nvidia auf der CES für gar keine Überraschung sorgen wird. Bei Intel kommt ja höchstwahrscheinlich eh nur das Erwartete und AMD mit Glück schon einiges zum Ryzen 4000. Aber das Hauptthema des heutigen Videos ist ausschließlich Nvidia. Und damit komme ich jetzt auch schon wieder zurück zur RTX 3000er. Was wissen wir jetzt aktuell eigentlich darüber? Naja, quasi gar nichts. Okay, ein klein wenig schon. Nvidia Ampere heißt die dazugehörige Architektur. Der Name ist allerdings schon länger bekannt als der Name der aktuellen Turing-Architektur, denn die Gerüchte damals zur 2000er-Reihe sprachen hier auch anfangs schon von Ampere. Dann kam aber Turing und Ampere wurde als Architektur für den Profibereich gehandelt. Und nun scheint Ampere ganz einfach die Nachfolgegeneration von Turing zu sein. Okay, einen weiteren Punkt kennen wir auch. Ampere wird bei TSMC in 7 Nanometer gefertigt werden. TSMC ist übrigens die gleiche Firma, die auch für AMD fertigt. Nur nochmal für alle, die es nicht wissen. Weder AMD noch Nvidia fertigen ihre Chips selbst. Ausschließlich Intel macht das alleine. Sonst gab es besonders von Nvidia eigentlich gar nichts zum Thema zu hören. Alle. Und zwar wirklich alle Infos stammen nämlich aus der Gerüchteküche. Und viele waren das bisher nicht. Und die News von heute ist auch so halb Gerücht, halb offiziell. Okay, ich bin ehrlich, es gehört ganz klar in die Gerüchteküche. Auch wenn die Quelle namens Taipei Times durchaus seriös zu sein scheint. Problem ist nur, dass nicht bekannt ist, woher die Infos jetzt eigentlich stammen. Von einem Insider, von einem Analysten oder gar von Nvidia selbst? Ich greife jetzt mal vor und kann mir gut vorstellen, dass Nvidia selbst dafür zuständig gewesen sein
könnte. Denn es wird davon gesprochen, dass Ampere stolze 50% schneller sein soll als Turing. Okay, alle älteren Zuschauer, die schon mit sowas hier gezockt haben, lassen sich von 50% wenig beeindrucken. Eine GeForce 3 und eine AMD, Radeon X800 Pro. Damals, zu Zeiten der ersten 3D-Beschleuniger, wie zum Beispiel einer 3DFX Voodoo und auch die nachfolgende Generation hier, war eine Leistungsverdopplung schon fast an der Tagesordnung. Noch dazu erschien gefühlt jedes Vierteljahr eine neue Grafikkartengeneration, womit sich dann innerhalb eines Jahres die Leistung... vergessen wir die goldenen Anfangsjahre, der 3D-Beschleuniger am besten sofort. Solche Leistungssprünge sind nämlich vorbei. Heute können wir uns über 20 bis vielleicht 30% mehr Leistung schon freuen. Problem ist nur die letzten Jahre, dass die Preise leider auch immer um 20-30% angezogen haben. Jedenfalls bei Nvidia. Aber 50% mehr Leistung? Ach, und nicht nur das. Neben 50% mehr Leistung soll Ampere auch nur halb so viel Strom benötigen. Also lassen wir auch das jetzt mal kurz sacken und überschlagen das Ganze mal eben. 50% höhere Leistung und halb so viel Strom, summa summarum würde Ampere damit eine um 200% bessere Effizienz an den Tag legen als Turing. Und genau das macht mich gerade ein bisschen stutzig. 50% höhere Leistung, okay, das kann man glauben. Doppelt so hohe Effizienz klingt ungewöhnlich, aber so ganz früh morgens nach dem Aufstehen, wenn ich noch im Delirium bin, ja, dann kann ich das auch glauben. Aber 50% höhere Leistung und halb so hoher Stromverbrauch, sorry, da bin ich raus. Nein, nicht wirklich raus, ich bin natürlich noch da. Ja klar, die neue 7-Nanometer-Fertigung wird für eine deutlich höhere Effizienz und auch Geschwindigkeit sorgen. Noch dazu wird Ampere natürlich auch mit diversen architektonischen Verbesserungen daherkommen. Weil das wäre dann doch alles ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Und ihr kennt doch meinen Leitspruch, wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr. Basta! Diese Zahlen wurden zwar mehr im Zusammenhang mit den taiwanesischen Grafikkartenherstellern genannt und ja, werden tatsächlich eher beiläufig erwähnt. Trotzdem macht das Thema aktuell die Runde und ja, wirklich das ganze Netz rätselt. Kann das denn wahr sein? Daher habe ich mich jetzt natürlich verpflichtet gefühlt, dazu auch ein Video zu machen. Ja, für mich klingen die Zahlen aber auch viel zu rund. 50% und halb so viel Strom. Aber jetzt nehmen wir einfach mal an, die Angaben würden stimmen, dann könnte es auch noch was anderes bedeuten. Wer sagt denn, dass die 50% mehr Leistung nicht ausschließlich für den Raytracing-Bereich gelten? Denn dann würde das Ganze schon wieder deutlich mehr Sinn ergeben. Und da meine Glaskugel hier das durchaus ähnlich sieht und Nvidia die Raytracing-Leistung natürlich massiv erhöhen will, denke ich, falls es stimmt, dass die Raytracing-Leistung damit gemeint ist. Und wisst ihr was? Das finde ich super, falls es halt stimmt. Je mehr Raytracing-Leistung, desto besser natürlich, denn umso schöner können die zukünftigen Spiele werden. Denn auch wenn die meisten von euch es immer noch nicht wahrhaben wollen, Raytracing ist mittlerweile der einzige Weg, um Spiele in Zukunft optisch noch sinnvoll zu verbessern. In den meisten anderen Bereichen ist kaum noch etwas möglich, was man auch sehen würde. Die Texturen haben mittlerweile unfassbar hohe Auflösungen. Genauso wie die eigentlichen Spielauflösungen mit WQAD und 4K. Natürlich, mehr geht immer, aber so viel besser sieht es dann auch nicht aus. Auch die Kantenglättung hat ein Niveau erreicht, das kaum noch zu verbessern ist, wie natürlich auch viele andere Techniken. Ich bleibe dabei, Raytracing ist die einzige Technik, die Spielgrafik noch sinnvoll voranbringen wird und kann und der einzige Weg zu echten Fotorealismus. Denn ratet doch mal, was viele Animationsfilme nutzen, damit die Filme so viel deutlich besser aussehen als heutige Computerspiele. Na, wer die Antwort nicht kennt, der hat sich gerade wohl mit was ganz anderem beschäftigt als mit diesem Video hier. Die nächste Möglichkeit, die 50% mehr Leistung zu erreichen, wäre die High-End-Karte der 3000er-Reihe. Jetzt nennen wir sie einfach mal RTX 3080 Ti. Falls Nvidia es schafft, den Chip vielleicht noch ein bisschen größer bzw. deutlich größer zu produzieren und hier entsprechend mehr Einheiten zu verbauen, ja, dann wären 50% mehr Leistung beim Top-Modell sicherlich drin. Aber in der Masse wird das schon aus kostentechnischen Gründen kaum möglich sein. Also verabschiedet euch von der Hoffnung, dass die RTX 3000er-Reihe 50% schneller sein wird. Noch dazu wäre das für AMD natürlich geradezu vernichtend. AMD wird dieses Jahr mit ganz, ganz viel Glück überhaupt die RTX 2080 Ti erreichen. Höchstwahrscheinlich aber nur die Leistung einer RTX 2080 Super. Wenn Nvidia so brutal vorlegen würde, dann könnte sich die GPU-Abteilung von AMD direkt verbuddeln gehen. Und AMD nutzt das gleiche Fertigungsverfahren wie Nvidia. Ob Nvidias Architektur also wirklich so viel besser sein kann, ich weiß ja nicht. Naja, wir werden es am Ende sehen. Ich selbst glaube jedenfalls nicht an die aktuell oben her schwerenden Zahlen.
Spätestens im Herbst diesen Jahres werden wir es dann halt sehen. Denn dann rechne ich mit der Veröffentlichung der RTX 3000er Reihe. Warum so spät? Naja, das sagte ich ja vorhin schon, aber es gibt noch einen Grund. Nvidia will sich vielleicht erstmal in Ruhe ansehen, was AMD so macht und wird dann halt entsprechend reagieren. Ich halte euch aber natürlich bei dem Thema auf dem Laufenden, genauso wie mit den CES-News der laufenden Woche. Aber wie gesagt, erwartet euch von der CES nicht allzu viel. Aber ein oder vielleicht sogar zwei Überraschungen gibt es vielleicht dann ja doch. Eine große Überraschung des Jahres 2020 im Grafikkartenbereich könnte jedoch nicht allzu positiv für alle sein. Besonders nicht für unser aller Geldbeutel. Okay, Nvidia-Fans sind natürlich gewohnt, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Einige Wahnsinnige bezahlen gar deutlich über 1000 Euro für eine Grafikkarte. Weiterhin übrigens ein Preis, den ich persönlich nicht bereit bin zu zahlen und den Nvidia hoffentlich dieses Jahr auch anpassen wird. Naja, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Denn wie es aussieht, könnten Grafikkarten 2020 noch deutlich teurer werden. Und nein, das hat wenig mit Nvidias Neigung zu hohen Gewinnspannen zu tun, sondern mit hohen GDDR6-Speicherpreisen. Also dem Grafikkartenspeicher des Jahres 2020. Denn das Marktforschungsinstitut TrendForce sagt deutlich höhere Preise für GDDR6-Speicher bereits im ersten Quartal 2020 vorher. Das Ganze soll unter anderem auf eine höhere Nachfrage im Serverbereich beruhen, durch die dann auch die Preise für Videospeicher ansteigen könnten mal wieder. Hauptgrund wird aber wohl einfach der höhere Bedarf sein, denn 2020 werden dazu alle neuen Gaming-Grafikkarten mit GDDR6 daherkommen. Ja, und die Hauptverantwortlichen dürften wohl die neuen Konsolen von Microsoft und Sony sein. Denn beide erhalten mindestens 8 GB GDDR6, höchstwahrscheinlich sogar 12 oder gar 16 GB Speicher. Und da deutlich mehr Konsolen als Grafikkarten produziert werden, kann man hier eventuell sogar mit einer richtigen Verknappung rechnen. Noch dazu ist GDDR6 Speicher ja eh relativ teuer und verursacht einen nicht unerheblichen Teil der Kosten einer Grafikkarte. Die 5% vermutete Preiserhöhung klingt im ersten Moment jetzt relativ wenig. Bei aber eh schon sehr, sehr hohen Grafikkartenpreisen wäre das natürlich trotzdem ziemlich hart. Besonders, da man damit rechnete, dass zumindest Nvidia im High-End-Segment etwas nachgeben würde und zumindest das Spitzmodell wieder für unter 1000 Euro verkaufen könnte. Laut diesen Prognosen sehe ich hier aber ziemlich schwarz. Denn das Topmodell wird sicherlich auch über mindestens 16 GB GDDR6 verfügen. Ich bin jedenfalls gespannt, aber ja, gespannt bin ich doch eigentlich immer. Nun dürft ihr aber auch gespannt sein, wer es denn in den heutigen Kommentar des Tages geschafft hat. Vielleicht bist es ja du. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Also ja, ich gebe es zu, ich habe ja gesucht, aber zum Thema Grafikkarten gab es jetzt wirklich gar nichts Interessantes an Kommentaren, das sich jetzt für so ein Video gelohnt hätte. Aber ich habe ja schon lange nichts mehr zu diesem wunderbaren Stück Hardware gesagt. Dabei ist es durchaus nötig, das mal wieder zu tun. Du musst mal ein Video machen über den Ryzen 3950X und den Preisverfall. Da blutet dem montischen Geldbeutel bestimmt das Leder, wenn er solche Preise sieht. Wenn das Teil noch günstiger wird, ist mir egal, ob ich ihn brauche oder nicht, dann will ich diese geballte Rechenpower einfach haben und werde die nächsten Jahre, egal bei was, locker meine Ruhe haben. Ja, der Gamiga hat recht, wobei ein eigenes Video dazu, ja, halte ich dann doch ein bisschen übertrieben. Und so kleine Themen packe ich ja immer ziemlich gerne in den Kommentar des Tages. Denn ich muss zugeben, der 3950X, der hat mich in allen Belangen überrascht. Nicht nur bei der brachialen Leistung, nein, auch in Sachen Lieferbarkeit. Ich selbst habe nämlich nicht damit gerechnet, ihn überhaupt noch im Dezember 2019 zu erhalten. Und zack, da war er. Kostete allerdings auch stolze 899 Euro. Ja, und das war noch günstig. Aber dass er so schnell durch die Bank schon lieferbar sein wird, das hat mich dann doch überrascht. Wobei man natürlich trotzdem mit AMD schimpfen muss, denn eigentlich hätte ich das ja von Anfang an erwartet und nicht erst 4 Wochen später. Fakt ist also, der Ryzen 9 3950X ist nahezu überall in ausreichenden Stückzahlen lieferbar und 899 Euro muss niemand mehr dafür hinblättern. Aktuell ist dieser sogar für schlanke 808,90 Euro bei Mindfactory zu bekommen, der aktuell günstigste Preis bei Geizhals. Und das ist 20 Euro unter der UVP von AMD. Ob der Preis jetzt allerdings noch weiter runter geht, das bezweifle ich dann doch stark, denn der 3950X steht nun mal aktuell völlig konkurrenzlos da. Ja, und ohne Konkurrenz gibt es natürlich keine Preistreiberei. Wer aber zuschlagen will, darf natürlich gerne den Link hier unter dem Video nutzen und mir damit eine kleine Provision gönnen. Ich bin jedenfalls super zufrieden mit dieser Rakete hier, wobei ich zugeben muss, dass es Zeit für eine neue Wasserkühlung wird, denn meine kleine NZXT X42 arbeitet dann doch ziemlich nah am Limit.
und ist mit dem 3950X dann doch ein bisschen zu laut. Frohes Neues, aber ganz ehrlich, jedes Video von dir baust du gleich auf. Find die Art, wie du was sagst, voll nervig so langsam. Direkt Abo weg, warum nicht einfach normal reden? Warum nicht einfach mal normal schreiben? Und ja, natürlich ist der Aufbau meiner Videos immer gleich. Denn was musste ich in der Vergangenheit immer wieder erleben? Größere Veränderungen mag die Community nämlich überhaupt nicht. Und da gibt es jetzt natürlich auch wieder, wie bekannt, die Umfragebesprechung der Umfrage des letzten Newsvideos zum Thema PC-Hardware. Dort ging es ja um die 10. Intel-Generation. Zu finden ist das Video natürlich wie immer in der Infobox hier oben. Ja, ich weiß, dass die Intel-Verkaufszahlen so langsam abstinken. Trotzdem habe ich im Video dazu natürlich folgende Umfrage platziert. Kaufst du dir eine Intel-CPU der 10. Generation? Boah, der hat gesessen. 66% sagen ganz klar nein. Wobei natürlich nicht klar ist, wie viele sich von den 66% überhaupt eine neue CPU zulegen möchten. Ja und ja, ich gebe zu, daher ist die Umfrage jetzt leider nicht so ganz glücklich gewesen. 22% wollen erstmal die Leistung abwarten und diese 22% gehören ganz klar zu den vernünftigsten Zuschauern überhaupt. Denn man sollte einfach gar nichts blind kaufen, egal ob Ryzen oder Core-CPU oder auch Grafikkarten. Erstmal die Leistung abwarten. Das einzige Produkt, das man glaube ich blind kaufen könnte, ist eine RTX 3080 Ti. Denn diese Karte wird so oder so die schnellste Grafikkarte auf Erden werden. Aber wer hat schon so viel Geld? 5% haben noch gar keine Ahnung und insgesamt nur 5% werden auch zuschlagen. Offensichtlich ist hier die Leistung ziemlich egal. Ich denke auch mal, dass hier so einige Intel-Fanboys dabei waren. Aber so fair muss ich sein, für reine Gamer ist aktuell und wohl auch mit der 10. Generation eine Intel-CPU theoretisch weiterhin die beste Wahl. In der Praxis wirkt sich das aufgrund des GPU-Limits aber quasi niemals aus. Aber die beste Gaming-CPU baut vorerst noch Intel. Und wer hat den besten Hardware-News-Kanal? Na, das bin doch hoffentlich ich hier. Wobei ich zugeben muss, die Konkurrenz hält sich doch sehr in Grenzen. So, und ich gucke mir jetzt erstmal diese schicke Wasserkühlung an, die mir Arctic zugeschickt hat. Und ja, das heißt natürlich, dass es dazu bald auch ein Testvideo geben wird. Das mal so als kleiner Teaser für euch. Ich sag mal wieder, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.